So, nächste Runde geht weiter mit dem Klings Boosting Service, hoffentlich. Ricky kann manchmal nerven. Also hier Hurricane Pike, wichtig, pflichtig, Pflicht. Wenn man pflichtig sagt, sagt man gleichzeitig, das Item ist Pflicht und wichtig. Das hat Effizienz hier im Stream. Keine Zeit für dummes Rumgelaber. Hier wird auf jedes Wort geachtet. Jede Silbe wird auf die Goldwaage gelegt. Das ist pflichtig. Naga. Gar kein gutes Klingspiel bisher. Ricky hat Invis und den Ulti, um zu evaden. Naga Siren mit den Illusions. Ist immer so eine Sache. Hat auch viel Rüstung. Vielleicht ist das tatsächlich mal kein Klingspiel. Gibt es sowas noch? Kein Klingspiel. Das ist solche kein schlechtes Zeus-Spiel. Zeus nicht schlecht gegen Klings. Nicht speziell gut gegen Naga, aber immerhin bisschen Illusion Clear und Naga, wie gesagt, auch. Kann ich auch aus der Ferne sogar ein TP abbrechen. Das ist gar nicht schlecht mit Nimbus. Wenn sie Naga Song plus Nimbus. Ich finde Zeus hier ziemlich gut. Was denn hier los? Kein Klingspiel. Ho. Würde jetzt lachen, der lacht immer so. Ho. Halt dann sagt, dann geh auf einen Pusher-Bild und verlass dich nicht auf Invis-Ganks. Ja, aber wenn es einfach kein gutes, klar kann man auch, der pusht auch gut, aber das Gute an Klings ist, dass du alles drei machen kannst. Du kannst Pick-Offs suchen, du kannst gut teamfighten und du kannst gut pushen, Schrägstrich Split pushen. Aber wenn es einfach kein gutes Game ist und das eine schon mal nicht so gut funktioniert, das andere nur so halb, ist halt einfach kein besonders gutes Spiel dafür. Und dann muss es nicht unbedingt sein an der Stelle. Oh, schon gemutet. Ah, immer die. Komisch, ne? Immer, dass die schon gemutet sind, die Leute, auf die alle anderen sau sind. Im letzten Spiel war es der Rave King, jetzt der Sniper, die irgendwie nicht. Wo die anderen Leute irgendwie schon denken, die kommunizieren nicht richtig, sind genervt von denen, und wir reden irgendwelchen Scheiß oder gar nichts, picken komisch. Ich habe schon mal gesagt, das ist nichts, was ich verlangen würde. Und ich glaube auch nicht, dass es insgesamt so gut fürs Matchmaking wäre. Aber für einen persönlich wäre es so schön, wenn man Leute auf so eine Blacklist setzen könnte, dass man die nicht mit der mit denen zusammenspielt. Das würde mir so viel. Can I get two tangos for me, please? Or at least one. Beautiful selfish pigs. A lots of report. Lots of. Okay. Der ist auch schon mal gut drauf. I'm gonna first of all report this cunt Pudge and then the second this fucking bitch. Okay. Sounds good. warst du das eigentlich? Yeah, Also in you letzter go Runde Rave safe King. with that punch without any fucking words. Nothing. Ich mute mal jetzt seinen Voice. Da habe ich jetzt gerade nicht so viel Bock drauf. Warst du das Onkel Türke eigentlich, der Patch eben? Aus Interesse. Ich spiele ganz gerne Patch und der Patch hat eigentlich ziemlich gut gespielt. Ich hätte jetzt schon Bock, weiß ich nicht, so eine Blacklist wäre echt schon gut. Wie gesagt, manchmal hat man so Leute drauf, die einfach absichtlich nur Scheiße machen. Die ruinieren das Spiel, die will man halt nie wiedersehen einfach. Und das wäre schon nicht so schlecht. Man ist gerade Blacklist 10 Spieler oder so. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe aber, warum man das nicht macht. Also ich mecke oft über das Matchmaking und bestimmte andere Sachen. Ich kann nachvollziehen, warum man das nicht macht, weil es schwierig ist. Von daher, aber es wäre halt echt schön, manchmal. Es wäre echt schön, wenn man so einige Leute da auf die Blacklist setzen könnte und sagen so, die will ich echt nicht wiedersehen. Nicht wieder die alte Scheiße. Das wäre sehr angenehm. Wird auch gleich geroutet. Wir haben keine von 4 Runen bekommen. Ach du Scheiße. Der Sniper hat noch ein bisschen im Jungle, im Fountain gechillt am Anfang. Hier hat der Ricky den Patch die Rune weggenommen. Oben. Hat der Juggernaut das auch nicht? Wie kriegt man eigentlich Juggernaut die Rune nicht? Du kannst zumindest irgendwie 2 Millionen Damage machen, indem du dich einfach dahin stellst.
Ja, danke dafür, ist noch Traum. Naja, der Versuch war okay vom Patch, hat nicht geklappt. Die castet nachher genauso viel wie ich, deswegen gibt es da auch einen Stick. What is wrong with you, fucking asshole? You buy a single mango and send it, and that fucking sniper buys a fucking bracer first. Das ist das richtig gute Laune-Spiel. Läuft. Ich bin ein Fan. Trotzdem das Passiv halt leveln sollen, ich würde einmal auf den Sack gehen. Wenn wir das First Blood bekommen. Ja. Vielleicht schickt der Patch mal nicht. Einfach den Courier reusen. Was? Da geht gerade eine Bottle in die Mitte. Wie wichtig kann das denn schon sein? Danke, Gaben, für den Miss. Ich habe eh schon eine Melee-Range. Ungefähr. I see myself out, ist einer der geilsten Sprüche im Game. Boah, es hat nicht ausgereicht. Schön, dass die Mini nach dem Decker gegeben hat. Passt jetzt relativ viel, immerhin da. Ach ja, eines gutes Game, dieses Dota. Ist eine Invis-Rune? Möglich. Cool. Habe. So, komm mal hier. Ein bisschen Inventar-Tetris zwischendurch. Dominating. Warum auch nicht? Ziehen wir für die 6 Minuten auf. Kann man mal machen. Ein bisschen Dominating. Killing Spree, Dominating. Alles ein schönes Hin und Her. So muss das laufen. Okay, wenn die wegtippiert, habe ich nichts dagegen, ehrlich gesagt. Soll sie halt machen. Bin ich ganz sicher, ob das eine gute Idee ist mit PA. Selbst wenn sie einen Kill kriegt, ist das doch überhaupt nicht wert.
Schön vom Oracle gerade das abbekommen. Sonst hätte es nicht gereicht. Jetzt schon ein hochqualitatives Spiel. Ich bin ein Fan. Mit Oracle kriegt auch noch mal einen Tipp dafür. Schade, ein bisschen langsam reagiert und dann noch einmal abgebrochen durch Blur. Ja, ich habe es auf Cooldown gemacht. Hat sie jemanden denied? Oh, mein Wardle, die Wardle, die muss nebenbei, habe ich ein bisschen schlampig aufgestellt. Ups, das wollte ich nicht. Erstmal soll er natürlich das noch bekommen, ich dachte jetzt gerade schon. Erstmal alleine und die noch reinbaiten kann. So, was ist das Spiel? Machen wir mal ganz anders. So. Die Chaos-Spiele halte ich mir einfach raus. Jetzt gibt es nichts als Aghanims. Dann war es, das hat mit euch Deppen.
So viel dazu. Ich will noch die Warden eben. Ich gehe mal schnell zur Mitte. Das Moped ausgepackt und dann fahren wir über das scheiß Game hier drüber. Sehe ich überhaupt nicht ein. Ich bin jetzt gerade ein bisschen in einer ungünstigen Position, wie der Profi sagt. Sauber. Ich wollte es, dass ich noch den Damage mache, solange wir noch Vision auf Ricky haben. Das Moped fällt einfach über die drüber. Ich würde sagen, das ist geisteskrank. Geisteskrank, wie ich über die drüber fahre. Mit meinem Moped. Shit, hier auch mal, danke. So, alle einsteigen, das Moped fährt bald los wieder. Wenn das Moped einmal Gas gibt, dann gibt's kein Halten mehr. Ich bin hyped. Ich bin halt nicht nur der beste fucking Klings EU, sondern auch Zeus. Hammer. Wo ist die scheiß PA? Ah, da ist sie. Have fun, PA! Wenn ich halt einmal nicht gegen 80% Smurfs spiele, 80% Minimate Smurfs, dann ist das easy game. Radiant structures are fortified. It's not time yet. Not yet. Wenn ich halt mit meinem Zeus in diesem Bracket nicht climben kann. Danke, Icefog. Danke. Ja, danke. I got Nimbus now. Pull him into... Yeah, never mind. Er versucht, glaube ich. It's not time yet. I'm not ready. Oh,
destroyed their middle tower. You win the game. Dire have duct-taped cardboard all over their structures. Radiant, having unfortified structures, is now a thing of the past. We've just replaced the enemy's top tower with a demolition. It's not time! Oh, das läuft doch. Ach ja, wohl Movement Speed in dem Game gegen Naga und Rikkei. Das ist schon nicht so verkehrt. Ja, war aber auch ein bisschen doof vom Patch an der Stelle. Ich komme erstmal Travels in dem Game. Muss ich halt an die Leute anpassen. Ich meine, es ist dann halt sowas. Da hat sie nicht mal den Song gemacht. Ich dachte, dass sie den Song macht. Und dass ich dann halt deswegen nicht zu nah rangehe und den Nimbus nutze, um TP abzubrechen. Aber sie hat nicht mal den Song gemacht. Ne, dachte sie sich. Ups, ich wollte gerade Refresher schreiben, hatte nicht das ausgewählt. Sehr gut gemacht, Helly. Noch gemerkt, ich wollte es fast noch abbrechen, weil ich gemerkt habe dann so, ups, ich bin nicht im Textfeld. Das geht schief. Da war es bereits zu spät. Ist gerade ein Ward expired. Radiant structures are fortified. So ein Fest. Auftanken. Ist auch so gut mit den Travels. Gehst du mal kurz in die Base, tankst einmal auf und gehst halt irgendwo wieder zurück in die Lane. I'll take that as tribute. Es hat noch viel mehr auch ein Farm und Sustain Item als vorher. Bei der Änderung mit den Town Portal Scrolls sind TPs noch so viel, Travels noch so viel besser geworden. Einfach ein sickes Item.
the real Naga, I think. Vielen Dank für das Gespräch, Naga Siren. Das Moped fährt wie über die Noobs drüber. Ich werd bescheuert. Ich geb Vollgas. Geisteskrank. Ups. Das schaffe ich auch ohne mich. Ja, komplett geisteskrank. Wo ist die nächste Creep Wave? Ziemlich weit hinten. Fuck. Fuck, das Doom. Das Doom hatte mich gefiegt. Meine 10 like. Godlike. Was mache ich? Godlike. Ich bin doch ein Gott als Zeus. Ich werde gerade fortgeworfen, mein Verhalten als völlig fiktive Person, die nichts mit real existierenden Personen zu tun hat, ist nicht ganz. Authentisch, von daher jetzt vielleicht. Mann, mein Team, eBay, der Sniper, ich bin da und werde dann gefällt von 80% Smurfs. Ja. Ja, ich guck mir mal eben den Account an. Ich habe nämlich gerade nichts zu tun. Ups. Ja, jetzt wird es langsam abartig. Was ist denn hier los mit mir? Dieses gehässige Rumgetour auf anderen Leuten. Das mache ich da nicht. Wo sind wir denn hier gelandet? So, mal hier konzentrieren. Und nicht so dumm vor sich hinsterben, wie der letzte Vollidiot. Na? Da lacht er, der Zeus. Not yet. Not yet. It's not Ah, das war knapp. Der Doom ist hier oben rumgeeiert. Kein Bock drauf. Your bottom tower is under attack.
Muss jetzt ein bisschen die Zerletzten. Die muss ich ja ein bisschen als Suchnimbus in der Gegend rumgeschickt habe. Haben nicht so funktioniert. Mal doch für den konkreten Kampf aufheben. Das ist mir zu gefährlich. Der Doom war auch noch in der Nähe. Dann war plötzlich die PA schon da. I don't know. Mach mal das scheiß Refresher fertig. Zwischendurch hier ein bisschen nach Ward schauen. Refresher für den Scheiß hier. Der Refresher hat richtig viel gemacht. Hat das Doom auch noch abgebrochen, der Minis dann. Puh. Bisschen den Arsch gerettet. So. Das ist mal leider meinte, der Doom hat bestätigt, das ist ein echt gutes Play, war. Ne? Der war nicht so glücklich damit. Oh fuck. Need some help? I'll take that as tribute. Death, love, fear, and getting to come back immediately after you're murdered. Oh
Nimbus ist so gut gegen Ricky. Is under attack. I'm not ready. Dire structures are fortified. Your top tower is under attack. It's not your bottom tower is under attack. The enemy's bottom tower is fortified. Crash me! Radios are fortified. Noch Refresher. Ein bisschen aufpassen. Noch mal Mana. Geisteskrank. Was darf ich sagen? Das ist okay. Das erlaube ich mir selber. Komplett geisteskrank. Wie der Lee abräumt. Aber echt, wenn man sich die letzten Games noch von den KDAs anguckt, immer so wie das hier. Das sieht voll nach Boosting aus. Immer nur so 16-2-21. Solche Games, die nonstop. Ficken. Die ist gedoomt, die Sau. Der Spieler mal nicht kommentiert. Ich spiele gar nicht. Ich kommentiere nur von einem 8K-Booster gerade. Psst, ich raten. Dann ist das Geheimnis raus. Ich laber doch nur, bis dann irgendjemand anders spielt. Ich verstehe das Spiel doch überhaupt nicht. Erstmal das Moped tanken gleich in der Pause allerdings. Ja, es hat ganz gut. Meine Rotations haben schon relativ früh gut geklappt. Ansonsten der Aghanim's Rush. Einfach mal Null Talisman, 3 Stück für mehr Stats und Mana Pool und auch Spell Amplification. Regen auch, so alles ein bisschen, was ich brauche. Sonst mich über Wasser gehalten mit Clarities und der Bottle und dann halt Aghanim's Rush und Aghanim's Haut hat was raus. Ganz schön viel XPM, ja. Auf dem Zeus gar nicht so häufig, weil man eigentlich, weiß ich nicht, irgendwie nicht so viel hat. Man hat das Talent natürlich, aber trotzdem habe ich nicht so hohe XPMs auf dem Zeus. Normalerweise. Ja. Aber es war echt, ich weiß nicht, ich habe die hier alle gevoice-muted, weil da irgendwie nur Rumgeschrei war. Keine Ahnung, was da los war. Der eine war schon direkt komplett gemutet, der Sniper, die anderen drei haben irgendwie rumgelabert. Läuft. Und Klings wäre halt echt kein guter Pick gewesen. Danach noch PA. PA wurde, glaube ich, nach Zeus erst gepickt. Ja. Das hätte es halt noch schlechter gemacht. Evasion, Invis und Ulti, Rüstung und Illusions. Und dann Oracle noch dazu. Das wäre halt irgendwie ein scheiß Klings-Game gewesen. Und da war der Switch zu Zeus.
Naja. So, kurze Pause, das Moped auftanken. Und dann, wie viel haben wir es eigentlich? Ich muss ja gucken, ob ich noch eine Runde spielen kann. Was zu tun. Also, ich melde mich gleich auf jeden Fall erst nochmal. Mal gucken, ob noch eine Runde geht.